Sunshine Studios und heute werden hier die Paper Moon Aufnahmen in Teenage Rockstar stattfinden. Kommt mit, ich zeige euch mal alles. Also hier werden die Stimmen und die Gitarren aufgenommen und hier ist der Regieraum. Hallo, neben mir sitzt der Michi. Er wird heute die Gitarre zu dem Paper Moon Song Wake aufnehmen. Aber erzähl mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du das machst heute? Also auf Teenage Rockstar ist es scheinend, dass es ein Paper Moon Gewinnspiel zu gewinnen gibt. Und da habe ich ein Video hochgeladen und wollte mal schauen, ob ich es schaffen würde. Und dann haben wir halt jede Woche ein Video für das hochgeladen. Und dann ist die Entscheidung festgestanden, dass ich gewonnen habe. Und ich war dann sehr glücklich. Ich habe jetzt ganz vergessen zu fragen, wie es dir überhaupt geht. Bist du denn aufgeregt? Ja, schon, weil das erste Mal im Studio, da ist man natürlich aufgeregt. Ist ganz klar, aber es vergeht schon. Also, wir legen mal lieber los, oder? Legen wir los. Also neben mir sitzt jetzt die Lara. Lara Marie, ist das eigentlich ein Doppelname? Also Lara Marie ist eigentlich nur mein Künstlername, aber in Wirklichkeit heiße ich nur Lara. Lara, okay. Wie findest du eigentlich den Song Wake? Also den finde ich voll toll und ich frage mich immer wieder, wie ihm Christoph und der Edina sowas einfallen kann, weil der einfach alle Songs von ihnen so gut sind und ich finde den voll cool einfach. Und hast du schon brav geübt? Ja, ich glaube schon. Du singst ja die Hauptstimme. Ja. Cool. Magst du so eine kleine Kostprobe vielleicht geben? Okay. Okay, gut. Wake as sun shines a light on a shelter. Wake as a bird sings our song. Wake with the one I hold on to forever. Wake with the sun that can't be wrong. Das klingt wirklich schon perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen es gleich auf, oder? Ja. Also, wir dann gehen wir ins Studio. So, neben mir sitzt jetzt die Mona. Wie geht's dir denn so? Gut. Das hoffe ich doch mal. Ich würde fragen, wie verstehst du dich eigentlich mit den anderen? Ist das eine Art Konkurrenzkampf, weil das sind ja alles junge Musiker, Talente? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, wir sind eigentlich so eine kleine Familie und eigentlich sind alle nett. Neben mir sitzt jetzt der Richard und ich habe gehört, er ist 10 Stunden hergefahren, muss so eine anstrengende Reise gewesen sein. Bist du total müde? Wie war das? Es war sehr, sehr warm unterwegs, weil in den Zügen sitzen ja immer so viele Menschen und das ist dann immer sehr, sehr heiß. Aber sonst war die Fahrt ganz toll, weil ich hatte DVD-Player und hatte DVDs geguckt. Das war cool. So, jetzt sitzt die Jo Marie neben mir. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange und du bist extra aus Deutschland hergekommen. Wie lange bist du da gefahren? Ja, genau, also 10 Stunden mussten wir fahren. Schon wieder 10 Stunden, oh mein Gott, die macht alle so lange Reise, aber es lohnt sich ja auch. Weil du singst auch im Chor mit, oder? Ja, genau, ich singe auch im Chor und ich freue mich auch schon voll. Die Vivi sitzt jetzt bei mir und sie ist aus Deutschland auch gekommen. Wie lange bist du gefahren? So circa 8 Stunden. Und hast du während den 8 Stunden brav das Lied gegeben? Nee, das habe ich zu Hause gemacht. Jetzt sitzt die Jenny neben mir und wie bist du eigentlich zu diesem Chor gekommen? Wie kommt es, dass du da jetzt mitsingst? Also eigentlich habe ich zuerst nur mal ein Video hochgeladen, gar nicht dran gedacht irgendwie. Teenage Rockstar. Ja, natürlich. Und ja, irgendwie, dann hat es geheißen, ja, Paper Moon Gewinnspiel und dann habe ich gedacht, da muss ich unbedingt mitmachen. Und ich habe eigentlich nur 3 Videos oder so hochgeladen und ja, und dann habe ich eine E-Mail gekriegt und dann war ich dabei. So, die Dina ist auch schon da, sitzt neben mir. Hallo Dina. Hallo. Wie geht's dir so? Gut. Und du hast ja unsere Talente, hast du auf Teenage Rockstar schon gehört? Und wie sind sie live so von der Art? Und ja, ist total süß, entzückend und sie sind total begabt und machen das alles sehr toll. Bin sehr begeistert. Hast du sie schon im Studio gehört? Ja, ja, super, wahnsinnig gut. Perfekt, ja, richtige Profis, richtige kleine Profis. Das wird sicher toll werden. Ja, super, super. Und jetzt machen wir die Choraufnahme. Los geht's! You and me, all together, we can wake up everyone. My dear.